Hallo liebe Individualisten und einen wunderschönen guten Morgen vom Ufer der Sil in Tirol, genauer gesagt bei Innsbruck, oder ja, eigentlich noch in Innsbruck. Wir haben einen Oberleiter gemacht hier in der Sil-Schlucht. Wir, das bin einmal ich natürlich, und der Tiroler, der liegt da irgendwo hinter mir, da hinten in dem Zelt. Mit einer seiner Hündinnen, der Akuna, die hat er auch mitgenommen. Wir sind gestern nach der Höhlentour noch hierher gefahren. Wir sind ja zuerst noch kurz einen Zwischenstopp bei ihm bzw. seiner Mutter eingelegt. Dann hierher, haben am Abend noch ein ganz kleines Lagerfeuer gemacht, Würsteln gegrillt. Nachdem da aber nicht sehr viel Brennmaterial war und das, was wir gefunden haben, auch noch ziemlich feucht war, ja, haben wir dort dann auch nicht großartig viel gefilmt davon. Ja. Aber jetzt werden wir dann schön langsam aufstehen. Es ist gerade 7 Uhr. Es ist übrigens auch Samstag, der 15. April, nur so als kleiner Anhaltspunkt, wann das Ganze stattfindet. Und ja, mal gemütlich aufstehen, mal munter werden und werden wir noch gemütlich frühstücken und dann werden wir ja, schön langsam aus der Schlucht hinausgehen und ja, dann schauen wir mal, was der restliche Tag noch so bringt, keine Ahnung, noch keinen konkreten Plan für heute, mal schauen, was wir noch so angehen. Ja, gut geschlafen auf jeden Fall. Habe den Defense 4 mitgehabt, was absolut übertrieben war. Ich habe den die ganze Nacht offen gehabt. Wäre absolut nicht notwendig gewesen, aber man weiß es halt nie, wie es dann um die Jahreszeit dann schon wird. Das kann halt in der Nacht schon verdammt bald abkühlen. Von dem her, better safe than sorry. Also, ja, dann lieber den wärmeren Schlafsack und den halt offen lassen. Ja, ich würde sagen, ich schaue jetzt mal, dass ich aus der Empfehlung komme. Und dann hole ich euch vielleicht zum Frühstück nochmal kurz dazu. Und dann auf jeden Fall werden wir aus der Schlucht rausgehen, weil da möchte ich euch schon noch so ein paar Stellen zeigen. Ist wirklich wunderschön hier.